Servus bei Let's Play Imperium Galactic Survival. Gut, ich habe in meiner glorreichen Weisheit in der letzten Folge die Tür hier zugemacht, ohne darüber nachzudenken, dass ich vielleicht nochmal zurück muss. Und ich muss zurück! Auch wenn ich gerade überhaupt nicht will. Aber wir suchen den Schalter. Das haben wir jetzt in Betrieb genommen. Hallo? Hallo? Ah! Wo ist er? Was? Wie? Wann? Alter, ich mach dich tot, Mann! Den bringe ich um! Das kann nicht sein! Der ist hin! Den blase ich nicht nur den einen Kopf weg. Komm schon, komm schon. Wo bist du? Da. Danach, wieder hüpft. Das gibt's ja nicht. Stirb. Tausend Tode! Wieso? Wieso? Da war doch vorher noch einer! Wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Ich habe nur einen leichten Schutzanzug, ich will jetzt nicht am schweren wechseln. Ich weiß, ich mach schon wieder einen größten Fehler. Ich bin schon wieder zwei zum Wechseln. Langsam, Freundchen. Ich hole ich mir. Na sicherlich. Na sicherlich! Genau jetzt! Omikron! Das ist jetzt der Teleporter! Ach, verstehe! Jo, sei ruhig. Ich speichere mal kurz. Tschüssi! Tschüssi? Tschüssi! Ich will nach Omikron! Nur mal schauen. Hallo? Warum bewege ich mich, obwohl ich mich nicht bewegen will? Was ist das? Ich komme nicht weiter. Hier ist der Teleporter. Das ist das. Jetpack aus, bin ich hier? Ach du heilige Scheiß! Wo bin ich hier? Ein Mensch! Ein Mensch! Hallo! Ich meine, ich bin kein Mensch, ich bin grün. Ich will mich mal... Ich komme nicht mehr... Oh, da komme ich raus.
Ich möchte mich registrieren lassen. Hallo. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was ich, wo ich hier bin. Hier vielleicht? Könnte gut ausschauen. Registrierungskonsole. Hallo. Hallo, ihr Kerlpi. Automatik. Willkommen zur Omikron-Station. How may I serve? I'm a traveler. Okay, dieser Planet steht unter einer Organisation, Desk. Our landing permission. Oh, I have to meeting with Tash Akitalin. Okay, krass! Geht zur Cafeteria? Wo ist die Cafeteria? Servus! Ein Wächter? Ein Kommandant? Ich kenne, du bist ja... Das waren doch die Abyss, oder? Ich kenne eher noch nicht. Talon hat's nicht. Das hat's nicht. Piraten? Was? Ist, ich hätte gerne ein Fenster. Oh. Freunde! Ich bin die Container. Entschuldigung, ich weiß nicht. So, Cafeteria, wo könnte hier eine... Nein. Die schaut doch eher nach einer Cafeteria. Ah, Pentaxi. Hallo, wer bist... Wer bist denn du? I have supply chain problems. Okay. Das sind deine Nachrichten, hä? Ich fühle mich hier sehr wohl. Noch ein Teleporter. Gesperrt. Wo komme ich da hin? Drücke E, um nach zu teleportieren. Drücke E, um nach zu teleportieren. Maurice Gardner. Oder mit dir. Ja, du bist ein Abyss. Abyssal, glaube ich, heißen's. Noch sehe ich aber keine Cafeteria. Hallo? Hey, hey, Digga. Ich hab mir gleich die Locken auf. Wie bist denn du? Jo, ich bin da. Ja, aber bis jetzt noch keine Cafeteria entdeckt. Stopp. Ah, was ist denn da? Das schaut aber auch nicht gerade noch Cafeteria aus. Hier geht's noch draußen, oder? Servus, Xerox. Also sit down. Oh. Okay, weiter runter. Ah, nach unten. Okay. Hier. Tschüssi. Sit down. Ah. Oh. Wer bist denn du? Hey, Stranger. Reisen Sie für den Ausbruch of Boredom. Okay, langweilig. Wir haben uns gesehen? Glaube nicht. Hier ist ein Freiwilliger Rootbeer, okay. So, was willst du wissen? Was tust du hier? Small Cyber begann und found some strange artifacts and the Xerox said. Okay. Okay. Are you insane? Put this way of a circumstance in arrest in no time. Listen, you don't know this from...
Batterie, Logos on the ship. Ah, okay. Xerox, sie haben gekämpft gegen Xerox and one of the vessel crashed on the planet. Okay, okay, ich muss auf den Planeten. Warum ist dieser blockiert? Some kind of energetic field. Das ist dieses von der Artefakte, dieses Feld. Hier wird da ein Problem sein. Ja, das haben wir schon gehört. Dass das ein gewaltiges Problem ist, das ist entrennt. Was? Now that I said Omicron is the original. Au, oh, die originale Heimatwelt. Und wie kann ich runtergehen? Bevor du mal Military Permission Card you want, but maybe seems you're searching for way down and looking stuff to get my stuff surface. I work as a code, but I don't know if it works. I'll do it. The code is 8. Use the red access trick in the main hole. When you manage to get down to the planet, your radio signals into the barrier. 8484. Okay. Okay. Und wie kann ich jetzt wieder aufstehen? Achso. Nice. Alter, ich muss da. Also ganz ehrlich, ich muss hier unbedingt wieder her. Das ist außer Frage. Ich habe jetzt dann nur ein Problem. Wie komme ich zurück? Ich will zurück. Oh! Ja, servus! Oh, geil! Leid, nun ist noch immer nicht weitergeholfen. Oh, wie geil. Oh, wie ungeil. Da hab ich nur ein Problem. Ich hab echt keinen Plan, wo mein Teleporter ist. Ich glaube, da komme ich so nicht hin, oder was? Ne? Jo, okay. Ich bin ein helles Genie. Trotzdem immer noch meine Frage. Servus! Scheiße! Ja, ich kann noch mal rauf hier. So, jetzt schauen wir mal da. Aber Entschuldigung. Die Base scheint ja doch sehr simpel aufgebaut zu sein. Überall gibt es entweder einen Weg rauf oder runter. Ja. Da werde ich wahrscheinlich wieder runterkommen in die Cafeteria. Da komme ich dann oben zum Energiekern. Ich bin aber vom Energiekern irgendwie direkt raufgefahren. Das heißt, nochmal rauf. Ich glaube aber, hier bin ich hergefahren. Vielleicht hier durch. Das kann sein. Mittig ist gut. Ja, da komme ich aber nur weiter auf. Kann's nicht sein. Eine Healingstation, Kryokammer. Nice, aber nicht das, was ich suche. Die Healingstation könnte ich mal benutzen, ne? Danke! Teleporter! Na. Crown Sektor.
Großes Raumschiff. Privat. Scheint aber nicht ganz zu funktionieren, hä? Das müsste aber unseres sein. Ich probier's einmal. Was zum schlimmsten Fall passieren? Ich will es nicht wissen. Nein, ich will es echt nicht wissen. Ich bin jetzt dann auf irgendeinem feindlichen Raumschiff, alle um mich herum. Hm? Ah, nee! Ja! Ja, ich bin wieder zurück! Ja! Ja! Okay. Okay. Hier, danke. Okay, ich habe noch Sprudel. Okay, krass, krass, krass. Wir haben also... Bitte lass mich durch, lass mich durch. Krass, 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 krass. Okay. Also. Wir machen wieder die Geschütztürme an. Wieso ist das Schild an? Nein, wir fliegen weiter. Lass die Station in Ruhe. Und lass vielleicht das Schild in Ruhe. Schild down. Schild down. War das krass? Das war echt krass. So, die Schilde sollten ja eigentlich eher auf 100% sein. Keine Ahnung, was das jetzt original heißt. Aber wir werden sehen. Hier dürfte ja trotzdem wenig Feindbewegung sein. Ich finde das so geil. Also ich muss es dann schon ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, bei der wievielten Folge. Also wir grenzen schon bald an der 100er Marke und ich finde das Spiel immer noch so total geil. Ich liebe diese verschiedenen Planeten, dieses ganze Bauen, diese ganzen Missionen, diese ganzen Überraschungen. Und trotzdem immer noch nebenbei das kleine Wissen, irgendetwas stimmt mit den Artefakten nicht. Und irgendetwas mit diesen Xeraxes passiert. Mit unserer Rasse. Und irgendetwas ist hier gewaltig schiefgegangen. Wobei man eigentlich gedacht habe, wir sind ein Vortrupp. Wow, das schaut noch an sehr fucking kalten Planeten aus. Oh, das schaut wirklich nach einem eiskalten Planeten aus. Ich sehe schon, dass uns mehr wie ein Stück abfriert. Ich habe noch alle meine 10 Finger. Klack. 9. 8. Landeanflug! Aber nicht mitten am See. Langsam, langsam und Eintritt! Eintritt? Ich habe geglaubt, wir fliegen direkt in den Berg. Okay. Gucken mal. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, feines? Bum, bum. Ich pinne. Wie schaut's aus? 22 Grad. Also, das ist erinnern. Immer noch 22 Grad. Gar nicht so kalt. Fresh Shuttle. Eigentlich suche ich... alte Farm. Was ist da gestanden? Wir finden immer noch interessante Objekte, aber... Also wieder so Tower. Gerne wird aufgeladen. Was? Science Station. Oh oh. Ah, wir haben eine neue Fraktion entdeckt. Wo? Das wirst du mir jetzt dann verarschen. Dieses ganze Gebiet ist von der Fraktion. Ich möchte mal einen Punkt finden, wo ich mal landen kann. Alter Schwede. Warte mal. Was ist das? Fragezeichen. Da. Was haben wir denn da? Crash Shuttle. Crash Shuttle ist ein guter Punkt, hä? Hm? Hm?
Hm? Wäre das so, also. Wäre das sowieso. Wer jetzt sind alle da? Jetzt sind alle Wege hier. Aber da können wir wenigstens möglicherweise landen und mit unserer kleinen Wespe weiterfliegen. Wobei, oh, das ist ja auch Chance, oder? Kannst du mal bitte aufhören? So, ich darf wieder nicht landen. Okay, wir sind einmal gelandet. Weißt du was? Da. Nein, da. Erst geh her da. Geschütztürme und Schubdüsen. Mal alles weg. So. Ich glaube, da greift irgendwas an. Okay, meine Lieben, wir sind auf... Ja, weiß ich nicht, wie der Planet das dann heißt. Wir sind wolkenlos auf dem Gletscher angekommen. Ja. Wir werden der lieben Fraktion dann mal einen Besuch abstatten, hätte ich gesagt. Zuerst schmeiße ich noch gar die Fusionszellen rein. Was machen wir auch? Und dann würde ich sagen, düsen wir mal gleich los. So, wie schaut es denn da aus? Fusionszellen. Zack. Energy! Und ich würde sagen, in der nächsten Folge düsen wir dann gleich los, um ja, dieser neuen Fraktion einen Besuch abzustatten. Mal kurz markieren, ich glaube, die sind da. Das schaut jedenfalls gut aus. Schauen wir mal. Mal umsehen. Na gut, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss mit du, ciao mit da, servus mit Vollfau. In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future, to endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves. But with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.